Paris Saint-Germain war im vergangenen Sommer nicht Kylian Mbappés erste Wahl. Das verriet sein Noch-Trainer Unai Emery bei SFR Sport. Als ich ihn und seinen Vater traf, sagte Mbappé mir, dass er zu Real oder Barca will. Ich sagte ihm aber, dass er in Frankreich bleiben muss, so Emery. Möglicherweise waren ja neben den Worten des Coaches die 18 Millionen Euro Jahresgehalt von PSG der Hauptgrund für das Umdenken des Stürmers. Bastian Schweinsteiger könnte einen prominenten Teamkollegen bekommen. Laut Kope steht nämlich Fernando Torres kurz vor einem Wechsel zu Chicago Fire. Verantwortliche des Clubs befinden sich derzeit angeblich in Madrid, um die Verpflichtung perfekt zu machen. Torres hatte vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass er Atletico am Saisonende verlassen wird. Ich weiß es nicht, ich habe dazu nichts zu sagen, meinte Thomas Delaney auf die Frage, ob die Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen sein letzter Heimauftritt für Werder Bremen gewesen ist. Der dänische Mittelfeldspieler wird immer wieder mit englischen Clubs in Verbindung gebracht.